Liebe Fans, ein herzliches Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Spielfeld, das TSG-TV-Magazin. Wir sind heute wieder im Interactive Data Space und in dieser heimeligen Umgebung werden wir heute wieder Exklusives aus dem Innenleben der Mannschaft erfahren. Von und mit dem Kapitän Kevin Vogt. Außerdem haben wir noch diese Themen für euch vorbereitet. Wir waren beim Treffen der beiden Rekordtorjäger Kramaric und Salihovic dabei. In TSG Intim verrät heute Leo Bittencourt amüsante Geschichten aus seinem Leben. Außerdem war unser Kinderreporter Lukas Budig beim Training zu Gast, hat vor allem die Torhüter beobachtet. Und der Kapitän, der steht uns heute Rede und Antwort. Eben noch auf dem Platz. Jetzt ist er hier, Kevin Vogt. Hi, herzlich willkommen. Servus, hallo. Schön, dass du da bist. Und liebe Fans, da ist es wirklich. Was für ein Wahnsinns-Outfit. Mailand, New York, Paris, von welcher Modenschau kommst du gerade? Ach, von keiner Modenschau. Ich habe heute Morgen rausgeschaut, war mit meinem Hund draußen, habe ich gedacht, es ist so schönes Wetter heute, ziehe ich mich mal ein bisschen luftiger an. Gefällt mir ausgesprochen gut. Lass uns erstmal ein bisschen sportlich sprechen. Du bist ja wieder der stabilisierende Faktor der Mannschaft, defensiv wie auch im Spielaufbau. Bist du bereit für den finalen Kampf um Europa? Definitiv. Also ich glaube, ich habe wieder gut in die Spur gefunden und die Truppe auch. Dementsprechend sind wir, glaube ich, sehr gut gewappnet für den Endspurt und für unser großes Ziel, dass wir nächstes Jahr zum dritten Mal hintereinander es schaffen, europäisch zu spielen. Das ist unser Anspruch, unser Ziel und ich glaube, wir sind da ja aktuell ganz gut in der Spur. Absolut, du bist wieder zurück und das zum richtigen Zeitpunkt. Gefühl wird viel über andere Vereine gesprochen, natürlich auch über den Meisterkampf und dabei wird fast ein bisschen vergessen, wie gut ihr eigentlich gerade seid. Zum Beispiel die Kollegen Demir bei Schulz und Belfodil waren Ligatop-Spieler nach Kickernotendurchschnitt nach dem 29. Spieltag. Was sagst du zu deinen Jungs? Ja, dass sie eine sehr, sehr gute Saison spielen, das ist absolut offensichtlich. Alles drei sehr gute Spieler. Ishak ist jetzt auch richtig, hat richtig gezündet. Nico spielt eine tolle Saison und Kerem spielt jetzt auch schon länger auf einem sehr guten Niveau. Ja, wichtige Faktoren für unser Spiel. Sehr, sehr gute Spieler, aber das ist kein Geheimnis. Ich glaube, das sieht man auch am Wochenende und das machen sie kontinuierlich gut. Ja, und auch ganz wichtig, drei, wie gesagt, wichtige Spieler, die jetzt auch im Endspurt auch absolut da sind und die brauchen wir auch. Du hast gerade gesagt, Ishak hat so richtig gezündet und das passt ganz gut, denn er fühlt sich nicht nur sportlich, sondern auch privat mittlerweile richtig gut angekommen. Das hat er uns verraten. Heidelberg ist sicherlich die ruhigste Stadt, in der ich gelebt habe. Für meine Familie und mich einfach perfekt. Es zählt auf jeden Fall zu meinen Top 3 Wohnorten. Heidelberg ist eine so schöne Stadt. Unsere Fans sprechen mich in der Fußgängerzone an und bringen uns so viel Unterstützung entgegen. Das genieße ich wirklich sehr. Belfodil ist natürlich auch ein Teil eurer erfolgreichen Offensive. 60 Tore bis dato, nur der BVB und Bayern haben mehr. Ist das euer großes Plus gegenüber der Konkurrenz jetzt an den verbleibenden Spieltagen? Ja, ich glaube, dass es ein Plus werden kann. Und ja, ich glaube, wir haben auch in den letzten 3 Jahren haben wir immer eine sehr, sehr gute Offensive gestellt. Ich glaube, das ist auch unserem Spielstil geschuldet so ein bisschen. Das ist schön. Viele unserer Stürmer profitieren davon. Wir haben aber auch einfach richtig gute Spieler in unseren Reihen. Ishak und auch André, die sind sehr, sehr treffsicher. Und ja, sie helfen uns natürlich enorm. Und ich denke, es könnte hinten raus nochmal ein Pluspunkt werden, unsere Tordifferenz. Ja. Kommen wir jetzt mal zu André Kramaric, der hat sich ja nämlich den Rekord geholt von Salihovic. Und wir sehen hier nochmal ein gemeinsames Foto von euch. Was ist er denn so für ein Typ? Privat. André ist ein sehr, sehr ruhiger Typ. Er ist sehr wissbegierig, er ist sehr lernwillig. Also er spricht aktuell auch nur noch Deutsch in der Kabine, fragt immer wieder nach. Und ist ein ganz, ganz feiner, herzlicher Mensch. Also den Jugo sagt man immer so ein bisschen Temperament nach. Das hat er auch im richtigen Moment, aber dennoch würde ich ihn eher als einen sehr ruhigen Zeitgenossen einschätzen, der auf dem Platz halt dann seiner Kreativität oftmals freien Lauf lässt. Ja, klingt nach einem guten Mannschaftskameraden. Und sein erstes Tor für Hoffenheim, das war ein ganz besonderes, nämlich gegen Bremen. Und das war auch das erste Spiel von Julian Nagelsmann. Und wie hat Kramaric seinen ersten Treffer dann gefeiert?
Da war ich leider noch nicht da. Mit einer gelb-roten Karte am Ende. Wirklich? Tatsächlich. Hat er sich noch selber irgendwie belohnt. Naja, also, wir haben uns gefragt, was ist eigentlich mit Seja Zaljovic? Ist der jetzt sauer, dass er ihm den Rekord geklaut hat? Die beiden haben sich getroffen und wir waren dabei. I broke his record. Seja Zaljovic, Traumtor! Kramaric, Traumtor! I have to be honest, ehrlicherweise, als ich vor 3 Jahren hierher kam oder auch als Kind, ich hätte mir nie träumen lassen, in so einem Club wie Hoffenheim Rekordtorschütze zu werden. Das muss man erst mal realisieren. Januar 2016. In akuter Abstiegsgefahr kommt der neue Rekordmann als Leihtransfer von Leicester City. Keiner bei der TSG glaubt, den Topmann sich länger als ein halbes Jahr leisten zu können. Ich erinnere mich auch an die Geschichte der Kaufoption, wo wir gesagt haben, na, eigentlich ist das viel zu hoch, aber jetzt nehmen wir sie halt mit rein. André ist ja nicht nur der Rekordtorschütze in der Bundesliga, sondern war auch unser Rekordtransfer im Hinblick auf die Ablösesumme. Und ich bin sehr, sehr froh, dass wir uns damals entschlossen haben, dass wir diese Option mit reinnehmen. Dezember 2012. Seja Zaljovic 46. Bundesligator für die TSG. Keiner traf häufiger als Sali, bis André Kramaric gut 6 Jahre später vorbeizieht. Das kann man nicht sehen. Das war so abgestaubt, das letzte Tor. André Kramaric, ein Schlitzohr wie Kumpel Zaljovic. Er hätte sein Rekordtor kaum typischer erzielen können, geerbt von Belfodil. Jeder Stürmer will einfach Tore schießen. Ja, in diesem Moment war der Gedanke an den Rekord stärker als alles andere in mir. André steht ohnehin in Hoffenheim immer unter dem großen Scheinwerfer. Ein Muster für seine Tore gibt es kaum. Einfach ein kompletter Stürmer. Er ist ein Torjäger, der ist, denke ich, sehr effektiv im Spiel und läuft sehr viel, arbeitet für die Mannschaft und ich meine, der arbeitet sich auch wirklich die Tore auch selber. Die Fans lieben André für diese Art, erst aufzugeben, wenn das Netz wackelt. Man darf nicht vergessen, dass André mittlerweile ja ein internationaler Star ist. Also sicher ein Spieler, der ganz besonderes Interesse weckt und der so bodenständig, so in sich ruhend hier bei uns ist. Es wirkt hier wirklich wie so ein Perfect Match, wird man im Englischen sagen. Der bosnische Nationalspieler Zaljovic hat gerade seine Karriere offiziell beendet. Die beiden sind gute Freunde, obwohl sie nie zusammen für die TSG auf dem Platz standen. Klar gönnt er André den Rekord. Wie die arbeiten, das ist super. Ich denke auch, dass die große Teil der Mannschaft auch zusammengeblieben ist, auch sehr wichtige Spieler. Ich hoffe, dass es auch so weitergeht. Und bei mir mal schauen, was in meinem Verein passiert. Standardkönig Seyert für immer in den Herzen der TSG-Fans. I'm gonna be close to be a legend like him in this club. TSG-Legenden in der Tat, jeder auf seine Art. Schließen die Elfmeter fast gleich ein bisschen. Mit der gewissen Ruhe auch, aber ich denke, dass er noch viele Tore auch schießen wird für Hoffenheim. So, und jetzt hat André Kramaric noch eine Botschaft für alle Hoffenheimer. Ich bin so glücklich hier und will weiter Tore schießen und vorbereiten für diesen Club. Ja, und ich hätte wirklich nichts dagegen, für den Rest meiner Karriere bei euch hier zu sein. I'm really happy here and I'm not gonna complain about that I finished career here. Sali und André. TSG Forever. Also ein persönliches Treffen der beiden Torjäger. Kevin, gibt es denn ein Tor von André, an das du dich besonders gern erinnerst? Bei so vielen Treffern, da ist es jetzt schwer, sich an der Einzelnen rauszupicken. Wie gut, dass wir heute alle Tore in der Sendung haben. Das heißt, du musst dich gar nicht an alle erinnern. Und hier kommt für euch, liebe Fans, der erste Block Kramaric-Tore. Pass auf Kramaric, Tor!
Doppelpack. Boah, der ist gut, der ist super, ansatzlos. Andrej Kramaric, hast du ja schon als vergnüglichen Typen beschrieben. Wer würdest du sagen, von deinen Mannschaftskameraden steht dir am nächsten? Na, das ist immer schwer. Ich habe mit Benny Hübner ein außerordentlich gutes Verhältnis. Wir sind zusammen hergekommen, haben dann, glaube ich, eine sehr, sehr erfolgreiche Zeit hier bislang zusammen erleben dürfen. Jetzt ist mit Leo Bittencourt natürlich ein langjähriger Freund dazugestoßen, den ich schon aus Kölner Zeiten kenne und auch ja, mit dem ich auch privat einfach viel zu tun habe. Auf den Namen Leo Bittencourt hatte ich natürlich gehofft, denn wir haben jetzt TSG Intim mit Leo Bittencourt und da verrät er auch eine nette Anekdote über euch beiden. Wir schauen mal rein. Ich bin gespannt. Ronaldo, der Dicke, darf ich das sagen? Der Dicke, ja, der ist ja der Arme, weil einfach seine Art, wie er an den Spielern vorbeigelaufen ist und kaltschnäuzig, das war für mich ein Vorbild, ja. Schwarze Bohnen mit Reis. Feijoada, vielleicht sagt euch das ein bisschen mehr. Und einfach, ja, schwarze Bohnen mit Reis. Ja, ich höre gerne Hip-Hop, R&B, aber auch House. Das ist ein Mix. Was ich ganz gut finde, ist Gesetz der Rache. Das ist halt ein älterer Mann, der seine Frau beim Fremdgehen erwischt und dann vor Gericht ist und dann halt aber genau weiß, welche Schachzüge die Richterin oder welche Fragen die Richterin stellt. Und ja, muss man sich angeschaut haben. Dann support ich bis zu meinem Freund Elias Mbarek. Das ist in Deutschland mein Lieblingsschauspieler. Wir waren schon zweimal im Urlaub zusammen, weil er ein sehr guter Freund ist, ein sehr, sehr feiner Kerl, ein bodenständiger Kerl. Ibiza, weil man dort beides hat. Man kann wirklich entspannen, man kann rausfahren ans Meer und mit der Familie Zeit verbringen. Man kann aber auch gleichzeitig, wenn man mit Freunden da ist, auch ein bisschen Party machen, was auch mal ganz gut ist, wenn man eine lange Saison gespielt hat. Man fliegt nicht so weit und es ist für mich schon ein Land und so eine Insel, wo ich sage, da fühle ich mich sehr wohl. Mit Kevin Vogt. Wir haben uns im Training ein bisschen geflaxt und dann war ich duschen und wollte mir die Schuhe anziehen und da meine Schuhe waren halt einfach weg. Habe ich ihm gesagt, mögen die Spiele beginnen, aber das hat mir schon ein Kölner Spielchen und das hat er gegen mich damals schon verloren und deswegen hat er es hier nur einmal probiert, weil er wusste, die Rache ist süß. So Kevin, das war ja eine große Ankündigung von Leo und am Ende nichts passiert, wa? Ja gut, ich sage mal, es reicht nicht, es zu wissen. Ne? Du musst es auch vor Gericht beweisen können, das mit den Schuhen, das sagt er bis heute. Das mit der Rache bei ihm, da muss man immer ein bisschen aufpassen. Ich finde das Standbild ganz passend. Er hat eine leicht cholerische Ader, die dann dazu führt, dass ich dann schon ja, auch klein beigegeben habe, was die Wetten angeht. Weil wie man einfach an seiner Gestik, oh ja, da sieht man es gut. Wie man's, ja, genau, das ist das. Da hat man dann, ja, da zieht man dann noch ein bisschen zurück bei solchen Wetten, weil da kommen auch verrückte Ideen. Da war ich ganz froh, dass wir das dann ad acta gelegt haben. Verstehe ich total, dass dir da die Knie geschlottert haben. Mit dem möchte man sich ungern anlegen. Hat ja auch noch brasilianisches Temperament. Ja, genau, das kommt auch noch hinzu. Ne? So, und wir haben gesehen, das Foto noch mit Elias Mbarek. Jetzt wollen natürlich alle Frauen wissen, wie ist es denn, mit dem befreundet zu sein? Das ist ein ganz feiner Kerl. Steht halt extrem in der Öffentlichkeit. Dementsprechend kann ich das nachvollziehen, aber sehr bodenständig. Ja, ein lustiger Zeitgenosse, mit dem man ja, jetzt auch schon ein, zwei Urlaube verbracht hat. Ich würde sagen, so wie er bei allen anderen auch rüberkommt, so ist er auch in echt. Und das ist ja sehr sympathisch. Okay, klingt nach einem lockeren Typen. Ist ja ganz cool. Jetzt wollen wir mal über das Thema Mode sprechen. Wie wir sehen, du magst gern Hüte. Ja. Welches heiße Fashion-Teil hast du dir jetzt zuletzt zugelegt? Es hört sich doof an. Ich habe tatsächlich auch ein paar Sprüche wieder einstecken müssen, weil da kam eine Lieferung jetzt. Von 4 neuen Hüten. Ehrlich? Ja, muss ich tatsächlich sagen. Für den Sommer. Der Sommer steht an, da wollte ich ein bisschen wieder mit Farben experimentieren. Und die kamen hier an oder bei dir zu Hause? Die kamen leider hier an. Dementsprechend haben es die Jungs gesehen, dementsprechend sind die Sprüche nicht weit.
Aber da stehe ich drüber. Das ist völlig in Ordnung. Natürlich. Also du trägst es ja auch mit Stolz, ne? Ja, ich trage es einfach gerne. Da verbiege ich mich nicht. Du bist auf jeden Fall im Thema. Du weißt, was gerade in ist. Und deshalb eignest du dich natürlich perfekt für Swagometer. Wir wollen mal ein paar Fußballer-Outfits angucken und natürlich gerne dein Urteil à la Shopping Queen dazu abholen. Und beginnen mit Franz Beckenbauer, dem Kaiser. Damals hat man noch Pelz ganz offen getragen. Wie gefällt dir das? Es ist sehr extrovertiert, würde ich es beschreiben. Ich mag extrovertiert in der Regel. Das ist sehr gewagt, ne? mit der Frisur dann noch dazu. Das ist natürlich ein absolutes i-Tüpfelchen. Hat was. Ja, und zu deinem Hut, ne? So einen üppigen... Ja, mir wird das nicht stehen. Der gute Herr kann das definitiv tragen. Besonders nachdem, was er geleistet hat. Ja, ich wollte gerade sagen, er kann wahrscheinlich alles tragen. Ja, brauche ich noch ein bisschen, damit ich mir mal so einen Pelz zulege. Schauen wir mal weiter aufs nächste Foto. Erkennst du ihn? Erstmal die Frage. Das ist Wahnsinn, das Foto. Mit einem Piqué, oder? Genau. Ja. Kann man das tragen? Es hat so ein bisschen den Hauch von Game of Thrones. Ne? Ja. So einen leichten Touch. Ich bin auch Fan. Wobei das Outfit wäre jetzt nicht meins. Lassen wir das so stehen und gucken uns mal dieses Schaf hier an. Da gab es ja viel Wirbel um dieses Outfit. Wie findest du das? Würdest du das anziehen? Ja, das wurde thematisiert. Also meins wäre es nicht, die Jacke. Aber da es auch sehr extrovertiert ist und eben nicht so das ist, was so, sag ich mal, der Großteil trägt, habe ich schon wieder einen leichten Tick dafür. Ehrlich gesagt finde ich, er kann es tragen. Passt fast zur Frisur, könnte man sagen. Ja, ich finde, er kann es tragen. Und das ist natürlich auch ganz besonders schön, oder? Ehrliche Meinung? Ja, na klar. Ich bin ein Riesenfan von solchen Weihnachtspullis. Von also diesen ugly Sweatern. Ja, manche sagen ugly Sweater. Ich sag, ich finde es richtig cool, wenn da so ein Rentier auf meiner Brust rumläuft im Winter. Mag der ein oder andere auch sagen, ja, Vogt, das ist überhaupt nicht meins. Ich finde es cool. Einer darf natürlich nicht fehlen in dieser Reihe, das ist der Cheftrainer. So, der war im Karneval unterwegs oder so, ich weiß es nicht genau. Wo er dieses heiße Ding her hat. Also das ist ja sensationell. Hat er das schon mal in der Kabine aufgetragen, oder? Damit habe ich, also ich habe ihn noch nicht in der Kabine damit gesehen. Seid ihr sicher, dass er Karneval gefahren ist? Ich weiß es nicht. Das ist halt Julian, ne? Der ist halt immer für so einen Spaß zu haben. Er kann sich auf jeden Fall sehen lassen, was er halt so das Jahr anhatte. Das kann man ihm auch mal sagen, ne? Ja. Julian, an dieser Stelle. Sah auch gut aus. Darüber kann man streiten. Über das. Okay, ich glaube, er kann es verschmerzen. Wir kommen jetzt gleich zum zweiten Block der Kramaric-Tore. Auf geht's. Kramaric, und Tor! Was für ein Tor! Kramaric. Gegen Bauer. Er ist wieder drin. Er ist wieder drin, der Ball. Kramaric deflected. He's gone for it. Oh, they have now. Beautiful! A beautiful free kick! So, wir machen jetzt einen kleinen Themenwechsel zu unserem Kinderreporter Lukas Budig. Der war nämlich bei euch beim Training unterwegs. Was wolltest du als Kind mal werden? Ich wurde tatsächlich so früh mit auf den Fußballplatz geschleppt, dass irgendwie
keine Alternativen da waren. Ich habe immer, irgendwie, seitdem ich laufen kann, Fußball gespielt und habe ja, das große Privileg, dass ich mein Hobby damals zum, oder meinen Wunsch auch zum Beruf machen konnte und durfte. Na, das ist ja das Allerbeste. Absolut. Schauen wir mal, was Lukas bei euch so erlebt hat. Hallo liebe TSG-Fans, ich heiße Lukas und nehme euch heute mal mit zum Torwarttraining. Hi. Andere Seite auch. Genau, ich halte dir auf, du gehst rein, genau, zieh ein bisschen entlang und dann machen wir einmal das Band hier so rum. Sag mal, wie sieht's aus? Stark, oder? Meine Hände sind riesig. Riesig, ja, aber perfekt. Jetzt machst du mit dem Ball, ich mach's einmal vor, eine Fallübung. Das heißt, du setzt ein Knie nach vorne, knickst die Hüfte ein und dann fällst du einfach zur Seite. Ja, genau. Sehr gut. Probieren wir das gleich nochmal. Ah, perfekt. Perfekt. Sag mal, aber bist du nicht etwas zu klein für einen Torhüter? Nein, man hat ja bei dir heute gemerkt, dass du selbst an die hohen Bälle auch drankommst. Wie viele Bälle hast du schon ins Gesicht bekommen? Oh, das sind schon einige. Ich habe aufgehört zu zählen. Einmal ist mir tatsächlich der Vorhang runtergegangen. Da habe ich schwarz vor Augen gesehen. Schon mal gehabt? Nein, noch nicht. Aber ich will es auch gar nicht haben. Komm, wir können es ausprobieren. Nein. Liebe TSG-Fans, das war jetzt mein erstes Training mit den Torhütern. Und bis zum nächsten Mal. Knallhart nachgefragt, also mit Lukas Budik, da gab es kein Entkommen. Hier gibt es natürlich nur die netten Fragen. Apropos, bevor ich dich jetzt verabschiede, eine Frage noch. Was machst du, um vom Fußball wegzukommen, abzuschalten? Ich glaube, ich finde sowieso einen ganz guten Weg, also für mich persönlich einen ganz guten Weg, dass sobald ich beschäftige mich hier viel mit Fußball, ist es auch unserem Trainer geschuldet, glaube ich, dass man sich hier aktiv sehr, sehr viel mit inhaltlichen Dingen, was Fußball, was unser Spiel betrifft, beschäftigt, Tag für Tag. Und wenn ich dann nach Hause komme zu meiner Freundin und zu meinen Hunden, sage ich mal, dann ist Fußball auch selten Thema. Ist ja denn natürlich, man hat mal was auf dem Herzen und dann merkt es einem natürlich auch an und fragt nach, dann redet man kurz. Aber ansonsten gibt es so viele schöne Themen neben dem Fußball. Fußball ist wundervoll, aber ich glaube, es ist auch nicht das Allerwichtigste im Leben. Das Leben hat auch andere schöne Seiten, ne? Sehr viele schöne Seiten und die gilt es dann auch zu genießen nach dem Training oder nach Spielen mit der Familie und mit Freunden zusammen. Das ist mir ganz wichtig. Sehr schön. Danke dir. Und Dank. Für euch, liebe Fans, wenn Kevin sich davon macht, gibt es jetzt noch den letzten Block an André Kramaric-Toren. Ich bin mal gespannt, wie viele Tore am Ende dieser Saison bei André Kramaric zu Buche stehen. Bin mir sicher, da kommen noch einige dazu. Das war's für heute. War doch ganz amüsant mit dem Kapitän, oder? Schön auf jeden Fall, dass ihr dabei wart und ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen. Bis dahin, alles Gute und tschüss.